Hallo alle zusammen. Gut, Sie auf Hetman Software Kanal zu sehen, heute in dem Video. Die Entwicklung des iPods, Neues von Microsoft, Google Updates, Flash-Laufwerk UFC 4.0 und Wirt Attack 2022. Die Entwicklung des iPods. Am 10. Mai kündigte Apple und erwartet an die Produktion des iPod Touch der 7. Generation des jüngsten Mitglieds seiner Reihe treibbaren Musikplayer einzustellen. Es wird so lange verkauft werden, bis die bereits produzierten Exemplare abgebraucht sind und dann wird es für immer vom Markt verschwinden. Obwohl Apple keine Pläne hat, weitere Musikplayer herzustellen, sagt das Unternehmen, dass der iPod Geist in allen seinen Musikabspielgeräten, einschließlich iPhone, iPad und HomePod Mini weiterlebt. Das Ende des Lebenszyklus des iPod Touch der 7. Generation symbolisiert das Ende einer Ära. Wie Apple selbst verstellt, wurde der erste iPod von mehr als 20 Jahren veröffentlicht. Das ursprüngliche Modell mit seinem mechanischen Scrollrad und der Fallwire-Schnittstelle-Dienste lediglich als tragbaren Musikplayer. Aber wie hat sich dieses Angebot entwickelt? Der ursprüngliche iPod, der am 23. Oktober 2001 auf den Markt kam, war der erste MP3-Player mit einer Kapazität von 1000 Songs und einem 10. Stunden Akku in einem kompakten Gehäuse von 180 Gramm. Die zweite Entwicklung war der iPod Mini, der am 20. Februar 2004 vorgestellt wurde und alle Vorteile des iPod in einem kleineren Format mit einem Gewicht von 100 Gramm vereinte. Zwei Jahre später brachte das Unternehmen den iPod Nano, zweite Generation, auf den Markt, der ein schlankes Design, ein helles Replay, 6 modische Farben und eine Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden bietet und bis zu 2000 Songs in der Hosentasche des Benutzers speichern kann. Die Weiterentwicklung des Geräts erfolgte ein weiteres Jahr später. Der iPod Touch, der am 5. September 2007 erstmals vorgestellt wurde, erhielt das revolutionäre Multitouch der iPhone und ein 3,5 Zoll Breitbild-Display. Der am 12. September 2012 vorgestellte iPod Nano, 7. Generation, war mit nur 5,5 mm der dünnste iPod seiner Zeit und hatte ein 2,5 Zoll Multitouch-Display. Als nächstes kam am 15. Juli 2015 der iPod Huffle 4. Generation auf den Markt, der ein schlankes Design bis zum 15 Stunden Akkuzeit, 2 GB Speicher für hunderte von Songs und eine Voice-Over-Taste zum Abhören von Songstitel, Titel von Wiedergabe Listen oder dem Batteriestatus bietet. Das neueste Modell der iPod-Reihe, der iPod Touch 7. Generation, wurde am 28. Mai 2019 vorgestellt. Es ist mit dem 10-Fuß-Chip aufgestattet, der ein entsprechendes Augmented Reality und Gruppen-FaceTime-Erlebnis bietet und verfügt über 256 GB Speicherplatz. Der iPod wird bald für immer aus den Verkaufsregalen verschwinden. Neues von Microsoft. Microsoft verkauft ab sofort Flash-Laufwerke mit lizenzierten Windows 11. Windows 11 wurde im Oktober letztes Jahres veröffentlicht und erst jetzt hat Microsoft beschlossen, eine Box-Version des Betriebssystems auf physischen Medien herauszubringen. Sie sind bereits auf verschiedenen Online-Marktplätzen zu finden. In den USA können sie zum Beispiel bei Best Buy gekauft werden. Windows 11 ist auf physischen Medien in den Versionen Home und Pro erhältlich. Ersteres kostet 139,99 $ und letzteres 199,99 $. Zu den gleichen Preisen bietet Microsoft digitale Lizenzen für dieses Betriebssystem an. Die verpackte Version von Windows 11 enthält ein USB-Laufwerk mit der Betriebssystem-Distribution sowie einen Aktivierungsschlüssel für das Betriebssystem. Die meisten Benutzer werden sich wahrscheinlich nicht für die physische Methode der Installation des neuen Betriebssystems entscheiden, aber eine Alternative zu haben, ist immer eine gute Sache. Microsoft
ist seit vielen Jahren nachgiebig bei der Installation seiner Betriebssysteme von physischen Medien und als Bonus erhalten Besitzer von physischen Kopien von Windows 11 einen sehr attraktiven USB-Stick und eine hübsche Verpackung. Übrigens, es gibt eine Möglichkeit beim Kauf einer digitalen Version von Windows 11 zu sparen. Der Online-Shop von Amazon verkauft derzeit eine lizenzierte Kopie von Windows 10 Pro für $85, 45 Rabatt. Nach dem Kauf können Sie ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 durchführen. Windows 11 hat auch eine Reihe von Updates erhalten. Das Betriebssystem hat eine Xbox-Controller-Pair für den einfachen Zugriff auf Spiele über den Xbox-Controller hinzugefügt. Die Leiste wird automatisch geöffnet, wenn der Computer mit dem Xbox-Controller gekoppelt wird. Wenn das Panel aufgerufen werden soll, müssen der Benutzer nur die mit der Xbox-Taste auf dem Gamepad oder die Tastenkombination neben Windows auf dem Computer drücken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Xbox-Controller-Bar dem Benutzer Spielverknüpfungen und Widgets anzeigen wird. Wenn Sie das Panel während des Spiels öffnen, werden nur die Widgets angezeigt. Außerdem wird Microsoft die Nutzung von Windows 11 ohne die Erstellung eines Kontos verbieten. Microsoft wird es Nutzern nicht mehr erlauben, Windows 11 auf einem Computer zu installieren, ohne das Gerät zuvor mit dem Internet zu verbinden und ein Konto bei Unternehmen zu registrieren. Bisher galt diese Anforderung nur für die Home-Version von Windows 11, aber jetzt ist auch die Pro-Version betroffen. Update von Google. Google Translator hat begonnen, den Übersetzungsverlauf im Benutzerkonto zu speichern. Einige haben bereits berichtet, dass bei Starten der App eine Meldung erscheint, die dazu auffordert, den Übersetzungsverlauf zu sichern. Der Nutzer kann sich jedoch gegen diese Option entscheiden und den Dienst weiterhin wie gewohnt nutzen. In den Einstellungen der Google Translator App gibt es einen neuen Abschnitt Verlauf, in dem Sie Ihre Übersetzungen in chronologischer Reihenfolge anzeigen können. Sie können einzelne Übersetzungen in Ihre Favoritenliste verschieben, um schnell auf sie zu greifen zu können. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung mit der Cloud und eine Sicherungskopie des Übersetzungsverlaufs zu speichern. Das Unternehmen führt außerdem eine Funktion ein, mit der sich fehlerhafte Passwörter automatisch ändern lassen. Diese Funktion wurde letztes Jahr angekündigt, funktionierte aber nur mit einer begrenzten Anzahl von Webseiten. Laut 9.5 Google wurde die automatische Änderung von Passworten für einzelne Nutzer seit November letztes Jahres schrittweise eingeführt. Die neue Funktion basiert auf dem Google Telefon Web-Technologie, mit der Schienenaufgaben automatisiert werden können. Scrollen, klicken auf mehrere Seiten und ausfüllen von Formularen. Samsung hat USB 4.0 Flash Speicher für Smartphones angekündigt. Samsung hat eine neue Version des Speicherstandards Universal Flash Torrents 4.0 vorgestellt, die einen deutlichen Geschwindigkeitsschub gegenüber ihrem Vorgänger bietet. Der USB 4.0 Standard bietet eine Übertragungsrate von 23,2 GB Sekunden pro Leistung. Das ist doppelt so schnell wie der USB 3.1 Standard, der in den Flaggschiff-Smartphones Galaxy S22 verwendet wird. Laut Samsung macht diese hohe Bandbreite den neuen Speicherstandard ideal für 5G-Smartphones, die oft große Datenmengen verarbeiten. Das Unternehmen geht davon aus, dass der USB 4.0 Standard in der Automobilindustrie sowie bei Augmented und Virtual Reality Geräten zum Einsatz kommen wird. Der USB 4.0 Flash Speicher besteht aus Samsung Behind Chips der 7. Generation und einem proprietären Controller. Sie ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4020 MB pro Sekunde und sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2800 MB pro Sekunde. Darüber hinaus ist der Speicher energieeffizienter und bis zu 46% schneller als die vorherige Generation. Die Samsung UFC 4.0 Geräte werden eine maximale Größe von 11x13x. Die Samsung UFC 4.0 Geräte werden eine maximale Größe von 11x13x 1 mm haben und in einer Reihe von Kapazitäten bis zu 1 TB erhältlich sein.
Birth Attack 2022. Die ukrainischen Entwickler Alexei Nowohatzki und Maria Harchenko haben ein neues patriotisches Spiel Birth Attack 2022 entwickelt. Die Idee zu diesem Spiel entstand nach Propagandaaussagen der sogenannten russischen Medien, die behaupten, dass es in der Ukraine Biolabors gäbe, in denen speziell verwendete Vögel gezüchtet würden. Eine Vielzahl von Memes wurde zu einer zusätzlichen Inspirationsquelle. So entstand das Spiel Birth Attack 2022, dessen Hauptfigur ein kämpfender Erpel ist. Die Entwickler haben versucht, berühmte Orte und Bilder, die in aller Munde sind, im Spiel vorzuheben. Daher finden die Spieler in Birth Attack 2022 Tschernobyl, ein russisches Kriegsschiff, das untergeht, Redwood Wald, ukrainische Traktoren, die russische Trophäenrüstung ziehen und brennende Öldepots in Belgrad. Die Entwickler haben auch ein paar fiktive Ereignisse hinzufügt. Ein Drittlinge erscheinen als bewaffnete Soldaten und Plünderer, die Geflügel und Teppiche gestohlen haben. Im nächsten Level wartet ein Putin in einem Bunker auf die Spieler. Das waren 5 IT-Videos. Schauen Sie sich den Kanal an. Wir haben viele nützliche Videos zum Einrichten und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem PC und mehr zusammengestellt. Wir sehen uns bald wieder. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programm von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.